Das Füchslein hat mit Sicherheit all die Vögel gerochen, die hier an die Futterstelle kommen, und will nun nachschauen, was denn hier Sache ist. Außerdem dürfte es versuchen, all die guten Brocken aufzuspüren, die die Krähen hier immer verstecken. Mit der Nase dicht über dem Boden folgt es den Spuren. Da der Wind direkt aus entgegengesetzter Richtung kommt, scheint das Füchslein mich nicht zu riechen. Offenbar bin ich ihm völlig egal. Die Vogelgesellschaft scheint nicht sonderlich beunruhigt durch den Fuchs. Dafür ist ein anderer Landschaftsbewohner auf der Flucht vor ihm. Als das Häschen jedoch bemerkt, dass der Fuchs mit anderen Dingen beschäftigt ist, beruhigt es sich wieder. Nun scheint ihn vielmehr der starke Wind zu stören. Er sieht etwas ratlos aus, was diesen starken Wind betrifft. Der Fuchs jedenfalls kann seine Neugier kaum zurückhalten. Die gut duftende Futterstelle zieht ihn magisch an, sodass er sich tatsächlich ganz nah heranwagt. In höchstens 7-8 Metern Entfernung sitze ich und filme. Der Wind kommt direkt aus meiner Richtung. Die Neugier muss hier unerträglich sein. Jetzt haben sich auch plötzlich alle Vögel verzogen. So ganz geheuer ist es ihm nicht, aber er versucht es noch einmal. Aber das erschien ihm wohl doch als viel zu gefährlich. Noch immer herrscht ein starker Wind aus östlichen Richtungen und die Futterstelle liegt voll im Windkanal. Ich habe mich an ein geschützteres Plätzchen verzogen und beobachte von Ferne, wie das kleine Füchslein immer wieder die Futterstelle erkundet. Der Duft all der leckeren Sachen, die für die Krähen bestimmt sind, lockt ihn immer wieder an. Er hofft wohl und hat wohl meistens auch Glück,
dass sie ihm etwas übrig lassen bzw. dass etwas herunterfällt. Das ist natürlich für die Vögel gefährlich und genau der Grund, weshalb ich die Sachen alle nach oben lege. Wieder tauchen hinter dem hohen Gras auf der gemähten Weide Ohren auf. Dieses Mal allerdings sind die Ohren recht lang. Der Hase schaut unterdessen auch schon fast jeden Tag einmal kurz vorbei. Wenn man sich an windgeschützten Orten aufhält, ist es in der Sonne schon recht warm, sodass er sich hier ein schattiges Plätzchen sucht, um sich zu putzen.